Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier noch in der Viridiummine und haben gerade Gefangene befreit. Gefangene der Freikämpfer. Und wir werden jetzt mal gucken, da war noch irgendwas, glaube ich, was man sich angucken muss. Hier zum Beispiel. Ja. Ein fehlgeleiteter Chevalier. Aha. Kann man mal wieder nicht lesen. Ja, sind immer wieder rauf. Kommt nur der Auftrag raus. Ja, ist okay. Mhm. Eine Breitaxt. Ah, ja. War es keine Breitaxt? Ist, glaube ich, sogar auch eine zweihändige, oder? Keine Ahnung. Könnte sein. Tja, ich glaube, es war wohl alles hier, oder? Ja, sieht aus, als hätten wir alles gründlich hier abgesucht. Sind wir wieder am Eingang. Gut. Oder Ausgang. Wie man es halt nimmt. In diesem Fall ist es eher der Ausgang, weil wir ja raus wollen. Ja. So, nur denn. Wo geht's dahin und wo geht's dahin? Guckt mal doch mal auf die Karte. Mhm. Also einmal da lang, einmal da lang. Na, wir sind ja jetzt von der, ja, wir sind ja von da unten gekommen, gucken. Da wo, genau, wo das Astrarium ist. Da ist noch ein Riss. Ja. So, gehen wir erstmal zum Astrarium und dann darüber und dann da runter. Mhm. Ja, diese, was immer sehenswert ist, da ist das, haben wir ja schon entdeckt. Hier sind ein paar Feinde. Weiß nicht, ob du in die richtige Richtung läufst, aber schon. In die richtige Richtung läufst du da? Ich würde sagen, ja, ach, ja, stimmt, wir müssen da links rum. Ja, ja, alles klar. Na gut, okay, ihr. Los, kommt her, wir werden euch jetzt alle machen. Ja, ich muss immer ein bisschen warten, bisschen näher kommt, dann klappt ja, das auch. Ja, jetzt aber. Weg mit euch. Wow. Schön aus. Richtig was los? Ich hab mich im Busch verheddert. Genau. Nicht nur einer. Ja, insgesamt waren es mehr. Als nur einer. Ich glaube, es waren drei oder so. Egal, weg mit ihnen. Nun sind sie weg. So. Ich habe kein großes Mitleid. Wenn einen jemand überfällt, dann. Oh, aufpassen. Bin ich auch rachsüchtig. So. Da scheint es gut runter zu gehen, ha? Und hier ist ein Ding, hier heißt gesehen, oh, Zettel. Ja. Oh. Ja, vergiss den. Bei allen gucken, vergiss es nie. Ein Brief nach Hause, liebste Aline. Ja. Naja, tja. Das hat er vielleicht nicht überlebt, das Fahrten. Nehme ich mal an. Wir wissen es zwar nicht, aber. Wir wissen es nicht genau. Wenn hier seine Sachen rumliegen. Ja, na gut, er kann auch glücklich sein ohne seine Sachen. Ja. Kein gutes Zeichen mehr. Er hat sämtliche Hände genommen, die er hatte, und ist gerast, so schnell es ging, aber. Glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass es ihn wahrscheinlich erwischt hat. Ah, oh, hier sind reichlich ganz schön Trupps dicht hier, nämlich bevölkert ja? Mit Freikämpfern, ja. Kämpfer! Ja. Scharfschützen. Ah, jetzt hier weg mit dem Scharfschützen. Was sind sie denn? Weg sind sie. Lohnt sich nicht mehr. Naja. Da ist noch einer. Ja. Genau. Was? Hä? Der war schon weg und schreit noch? Das war ein letztes Röcheln. Der ist wahrscheinlich nicht gut angekommen im großen Nichts. Wer weiß, wer ihn da schon empfangen hat. Das war wahrscheinlich der Strahl des Entsetzens. Aber,
Irgendwie die sind ja auch relativ leicht zu packen, weil die Schützen ja nicht so gut gerüstet sind. Ah. Was ist dieses? Ach, das ist nur eine Rebe, die hier irgendwo rumhängt. Jetzt sag mal, niemals wieder nur. Nur eine Rebe. Na gut, ich nehme sie ja schon. Ach nee, du musst das hier nicht unbedingt nehmen, aber nur eine Rebe so ganz... Ja, so. Ja, ja, wie immer. Es rächt sich immer wieder. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Sag mal, diese kleinen Tierchen, die da rumlaufen, das sind das Nacks. Nee, die sehen so dunkel aus hier. Oder sehen die nur so dunkel aus, weil es hier so dunkel ist? Na, das sind diese Prachtwitter da hinten. Ja gut, sind ja nicht klein, sind ja normal. Ich meine, normal groß für mich. Hier, das, diese kleinen, sind so dunkel. Wie heißen die? Doch, und warum ist es so dunkel? Hier ist so dunkel, guck mal. Wenn man ja so eben, guckt, hier ist so dunkel, das meine ich nämlich. Viel brauner. Also, das ist hier so schattig und deswegen haben die sich angepasst. In dem Schatten sind die auch so dunkel. Ah, guck, praktisch, mal, gut getarnt. Da oben. Oh. Wow, ein Sternengucker. So. Versuch mal dein Glück, hm? Ja. Dahin. Aber der wird zwei Dinger reingemogelt, die nicht reingehören. Ja, ja. Ja, aufpassen. Dahin und dahin. Dahin und dahin. Na ja, gut, dann der eine ist ja überflüssig, der eine gehört ja nicht dazu. Den darf man, kann man nur ignorieren. Schweinehunde. Oder müsstest du jetzt dahin? Dann müsstest du dahin. Und dann fällt dann noch dieser. Na also. Also es sieht aber recht einfach aus, ist es aber überhaupt nicht. Ja, ja. Ist das jetzt jemand mit das Kopf in den Wolken oder wie? Gar nicht so einfach. Standbild Eluvia. Hm. Das Opfer. Mhm. Hm. Dein Kopf sich in den Wolken befindet, oder? Hm. Oh. Hm. Schön. Gibt's hier noch? Und dann noch zwei, ne? Wir sind ja gerade frisch hier angekommen, das ist unser erstes, also gibt es ja noch zwei. Na gut, gut. Geh mal zum Holzschlag. Ein Holzschlag. Hm. Wir können auch schon was bauen, oder? Bei uns richtig, in unserer ja, Fest. Müssen wir dran denken, wenn wir nächstes Mal wieder zu Hause sind. So, jetzt erhebt sich die Frage, rechts rum oder links rum? Hm. Ich probiere es mal. Können ja würfeln. So rum. Elfenwurzeln haben wir inzwischen ganz gut wieder. Da waren wir ja auch mal knapp, aber das hat sich doch deutlich gebessert. Das kann sich schnell wieder ändern. Ja, ja. Kommt neuer Trank und schon. Kriegt man irgendwo ein Rezept? Ach, gerade war es noch da, jetzt ist. Und wenn man da ist, ist es weg. Na gut. Das ist mir zu hoch. Das sind ja tiefe Schluchten hier. Na, wir waren schon in Gegenden, da waren die Schluchten aber erheblich tiefer.
Schluch des Beobachters? Schwester Cousteau ist tot? Ich hoffe, sie ist langsam und qualvoll gestorben. Naja. War schlimm, aber ganz wir schlimm. Haben sie eigentlich Tipp, relativ. Wie der andere Typ war sie eigentlich nicht. Schnell gemacht und sie war nicht die Schlimmste. So ist es. Tja, irgendwie. News travels fast. Ich hatte aber ziemlich schnell davon gewusst, ne? Ja. Dass sie schon tot ist. Die Buschtrommeln funktionieren gut. Auch wir können ja schön im Kreis rumlaufen. Ja, das können wir ganz besonders gut. Eigentlich wollten wir ja zu diesem Holzschlag. Ja, aber hier sind immer diese blöden Berge und Schluchten dazwischen. Wirklich? Die stören doch. Kann man die nicht mal einebnen? So eine richtig ordentliche Landschaft draus machen? Wo man schön geradeaus laufen kann? Wäre doch auch langweilig, oder? Tja, irgendwie schon, ja. Aber viel ordentlicher würde ich sagen. Am schönsten finde ich ja Berge, wenn man die hochläuft. Und man trifft seine Fußspitzen, wenn man den Berg hochläuft, weil es so steil geht. Hey, ja, wenn man wirklich geneigt ist, auf allen Vieren zu laufen, dann ist der Berg wirklich schön steil. Die Nase trifft auf Fußspitze. Ja. Nun gut, dann wollen wir uns jetzt mal. So, hier geht's. Zack. Und hier haben wir auch gleich ein Wahrzeichen daneben. Haben wir hier. Ja, doch, haben wir. Und das aber nicht so schnell. Ein drastisches Versprechen. Ah ja, siehst du, und da ist wieder langweilig. Jo. Braucht man eine halbe Minute. Langweilig, finde ich jedenfalls. Aber wow. Ist vielleicht Geschmackssache. Ach so, hier ist ein Wegweiser. Guck mal, unter dem Fenster fährt gerade ein Truck vorbei, Mann. Der ist irre. Oh, schön. Voll mit Graffiti, ja. Nesselpass und Antuils Wall. Und wohin gehen wir? Wo gehen wir hin? Na egal, da gehen wir. Hier haben wir einen Riss. Schöner Riss. Großbärenhöhle und den Silberfällen. Ja. Oder? Gerne doch. Auf. Wir kennen ja sowieso so gut wie nix hier. Ja. Hinter uns, das ist der Wegweiser. Das und wir da ändern. Drin ist der große, dicke Schatz. Nö, schade. Hä? Schon Musik? Nette Musik. Die Musik klingt so, als ob wir irgendwo ein Fest wäre. Weg ist sie wieder. Schade. Weg ist es wieder. War aber ein kurzes Fest. Ja, das Fest war kurz. Oder wir haben. Naja, wir sind gleich dran vorbeigelaufen. Spanischen Schritt. Ohne rechts und links zu gucken. Da gibt es einen Jahrmarkt mit Zuckerwatte und solchen schönen Sachen. Ja, hier gibt es Mandeln. Das Arbeit. Ja, Mandeln. Die Großbärenhöhle ist hier. Hatten wir nicht einen Auftrag von den Delish, Großbärenfälle zu bringen? Ja, wenn wir welche finden, dann sind wir, freuen wir uns und bringen aber die bis jetzt haben wir noch keine gefunden. Nee. Großbärenhöhle heißt das Gebiet. Ja, aha. Das Gebiet heißt so, genau. Na. Na los. Ich glaube, hier muss ich nicht mit Feuer arbeiten. Nee, ich glaube nicht. Diese Bengeln sind absolut immun gegen Feuer. Hä? Ja, so. Ja. So, eingefroren. Edge. Danke, Solas. Gut gemacht. Die nächste Welle. Wo geht der denn hin? Ja, seinen eigenen Willen. Ah, hier. Den nehmen wir uns doch immer gern zur Brust. Gleich im Doppelpack. Ja. Und der kommt noch einer. Ich habe einen Arm, ja. Kitzelt mich. Schon fast versucht, den zu kitzeln.
Aber die haben mal wieder diese netten kleinen Springmännchen hier, die Flossen. Ja. Gummiband. Noch einer von diesen. Ja, ja, die sind nicht so leicht umzuspringen. Dann muss man die magische Barriere wieder nicht schützen. Oh ja. Oh, jetzt ist er. Die sind sauber nicht. So. Und hat er uns was Hübsches gebracht? Mal gucken. Nein. Amulett, aber die mächtige Feueressenz. Aber die mächtige Feueressenz ist gut. Gefällt mir doch. Weil das hilft gegen alles. Und diese Runen gegen dunkle Brut und so weiter, von die sind Feders. Immer üppig, speziell. Wunderschön und voller Dinge, die einen fressen wollen. Ja. Stimmt. Ach, guck mal, was ich da hinten sehe. Ach ja, nett. Ein Okularum. Ist doch gut. Ein paar Scherben brauchen wir ja noch. Ich meine, wir könnten schon in die Höhle gehen, in der verbotenen Oase, und könnten uns mal ein bisschen weiter irgendwie schützen. Ich will hier hoch. Aber ich weiß nicht, ob es sich überhaupt lohnt. Wo? So, wir haben ja noch die nächste Kammer, könnten wir wahrscheinlich schon wieder öffnen. Ja, könnten wir schon. Ja, müssten wir mal gucken. Oh, 7 Scherben, halt. Oh, das lohnt Fleißige sich ja Scherben, richtig. Scherben, so wie sie angesagt. Müssen wir uns merken. Der Baum neben dem komischen Sockel da hinten. Ja. Wow, da war es. Ja, ja, ja. Blinkt. Hat ihn. Der war ja gut versteckt da hinter dem Baum. Ja. Die Nummer 2. Drei haben wir, ja, wir haben eingefangen. Nur ganz kurz auf hier zwischen den Blättern. Sollte man nicht allzu schnell fahren. Ob hier noch was zu finden ist? Nee, hier sind wir auf Anschlag. So, hier ungefähr haben wir angefangen. Ja, wie du meinst. Ist aber schuld, wenn einer fehlt. Da, ja, ja, ja. Die Nummer 4. Da. 5. Was ist das? Da denn? Ist ein großer Bär. Ja, genau. Na, da heißt ja auch Großbären-Dings hier irgendwo in der Kirche. Ja. Da? Und dann fehlt noch einer. Im dichten Blätterwald? Ja, hier auf dem Felsen oder so. Anschlag. Ja, kann ja wieder sein. Über eine ein bisschen, drüber, geh raus. Ja, wahrscheinlich, vielleicht, als du in der Mitte angefangen hast. Obwohl, es ist immer blöd, ich würde von einer Seite auf die andere Seite gehen. Ja, weil man nie genau weiß, ob man die Mitte richtig trifft, wo man angefangen hat. Aber das muss es ja jetzt nicht sein. Jedem bist du halt. Nee, das ist die, die hatten haben wir schon. Ja. Schweine. Mach mal wieder ein bisschen im Zickzack. Halt, da ist er. Da ist sie. Genau. Die hatte ich übersehen. Na gut, dann können wir auch Schluss machen. Wir haben die jetzt alle. Fleißiges Scherbenwesen, ist ja mal wieder angesagt. Nicht hauen, also wirklich. Der Bär ist noch weit weg, den brauchst du noch nicht anfangen. Noch nicht zu verhauen, den kriegen wir schon noch. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal dann, ja? Ciao. Bis dann, tschüss.